Einen wunderschönen guten Tag, liebe Eisbären-Fans, und herzlich willkommen in Augsburg. Naja, nicht ganz in Augsburg, aber immerhin im Hotel Alpenhof hier an der Donauwörther Straße. Hier haben die Eisbären gerade zu Mittag gegessen oder der ein oder andere isst noch zu Mittag, holt sich vielleicht noch was Süßes für hinterher oder auch nochmal einen zweiten Hauptgang. Manche essen auch zwei Salate oder zwei Suppen. Vielleicht können wir uns das Buffet so ein bisschen angucken, während ich euch so ein bisschen einstimme auf das, was noch so passiert. Wir werden uns auf alle Fälle natürlich angucken, was beim Spiel der Eisbären Berlin gegen die Augsburger Panther passiert, und werden mal hören, ob es den ersten Cable Guy der Geschichte der Cable Guys gibt, der kein einziges Wort sagt. Dann werden wir natürlich noch ein bisschen gucken, wie die Reise der Eisbären weitergeht. Denn die Berliner, die reisen ja direkt weiter von Augsburg nach Berchtesgaden und dann nach Nürnberg. Und was die Jungs so erleben während dieser Zeit und natürlich auch rund ums Spiel gegen Augsburg, das seht ihr jetzt. Leo Föder, drei hart erkämpfte Punkte in Augsburg. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. War ein doch relativ schwieriges Spiel, wie sie in Augsburg eigentlich immer sind. Wie habt ihr es geschafft, die niederzuringen? Ja, wie du sagst, das ist in Augsburg nie so leicht. Der Start war jetzt auch nicht unbedingt perfekt, aber wir haben das dann nach dem ersten Drittel, glaube ich, ganz gut gemacht, haben da gesagt, ja, es ist noch eine Menge Eisig jetzt zum Spulen, und haben uns dann einfach, ja, glaube ich, ein solides Auswärtsspiel gemacht, haben unsere Chancen genutzt und ja, haben jetzt wichtige drei Punkte dabei. Eure Reihe hat nach der Pause so ein bisschen euch die Tore, habt ihr euch aufgespart für dieses Spiel, richtig? Ja, kann man schon so sagen, ja. Ihr hattet viele Chancen auch in den letzten Spielen, da hat es noch nicht so geklappt. Was war heute anders? Das ist immer so mit den Toren. Wir haben davor sehr, sehr viele Tore geschossen. Jetzt haben wir mal zwei, drei Spiele keins gemacht. Die Saison ist so lang.
Da darf man sich einfach nicht verrückt machen. Wir haben ja gewusst, dass wir es ganz gut kennen. Und heute waren wir wieder da. Wir waren sehr motiviert, dass wir wieder treffen. Und das hat ja ganz, ganz gut geklappt. Wann war dein letzter Hattrick? Pre-Playoffs vor 6 Jahren gegen die Eisbären Berlin. Ich hatte befürchtet, dass du dich noch dran erinnern kannst. Verdammt auch nochmal. Danach ging es ja für euch ganz gut weiter. Ist das jetzt für uns auch ein gutes Omen? Von mir aus gern. Ja, ich hoffe es. Wie gesagt, heute hat es bei uns wieder sehr gut hingehauen. Die letzten 2 Spiele hat der Tix, 2 oder 3 Kisten gemacht. Oder der PC hat schon... Das ist das Gute, glaube ich, bei uns. Natürlich müssen wir vielleicht offensiv am meisten vorangehen. Aber auch die anderen können Tore schießen und haben es gezeigt, wenn wir jetzt nicht da sind, dann machen es die. Und das sorgt doch, dass wir eine ganz, ganz gute Truppe haben. Nach einem bekannt langsamen, man könnte ihn auch Leo Pföderl-Start nennen, bist du jetzt dann doch über 30 Scorerpunkte schon. Kann man damit so ansatzweise zufrieden sein? Ja, zufrieden. Es geht. Das war nicht so leichte Saison letztes Jahr. Das habe ich ein bisschen mitgenommen. Leider ein bisschen zu lang. Aber ja, mir fehlen auch ein paar Spiele. Von dem her ist nicht so schlecht, aber zufrieden. Es ist ganz gut. Zufrieden bin ich nicht. Aber ganz wichtig wäre es erst noch. Freust du dich auf den Tag oder die 2 in Berchtesgaden, ein bisschen ausspannen, gute bayerische Bergluft zu schnuppern? Ja, auf alle Fälle. Es war im Sommer schon gut in Berchtesgaden und jetzt schauen wir mal, wie es im Winter so ist. Also wir haben bestimmt 2 ganz gute Tage da. Viel Spaß, gute Erholung und dann natürlich viel Erfolg in Nürnberg. Dankeschön. Alle Spiele der Deutschen Eishockey-Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.